Der Pop-Titan ist wieder zu Hause. Am Donnerstagmittag besuchte DSDS-Juror und Sprücheklopfer Dieter Bohlen Oldenburg und sorgte damit für einen absoluten Ausnahmezustand und leuchtende Augen in der Innenstadt. Mit Heimweh hatte die rund einstündige Audienz des 62-Jährigen allerdings weniger zu tun. Der Musiker, der seine Kindheit in der Hundestadt verbrachte, eröffnete ein neues Geschäft in der Achternstraße. Trotz des riesigen Andrangs nahm er sich vor allem für seine kleinen Fans reichlich Zeit. So wird auch die 5-jährige Charin aus Hundsmühlen den Tag nicht so schnell vergessen. Ich versuche mal Kopf einmal ein bisschen. So klingt Freude pur. Auch ihre Mutter fand die Aktion natürlich super. Ja, überraschend, ne? Aber sie hat sich sicherlich gefreut. Sie ist jetzt ein bisschen schüchtern, aber sie hat natürlich dem entgegengefiebert und war echt super, dass er das gemacht hat. Großes Glück hatte offensichtlich auch die junge Dame hier rechts im Bild. Und das auch noch an einem ganz besonderen Tag. Ja, ich habe ja heute Geburtstag und er hat mir halt auch die Hand gegeben, aber sie hatte keine Chance. Leider. Des einen freut, des anderen leid. Über Modern Talking redete Dieter Bohlen zwar nicht, dafür gab er die ein oder andere Anekdote aus seiner Kindheit in der Hundestadt zum Besten. Natürlich so, wie man es von ihm erwartet. Als ich so 13 war, wohnte links meine Freundin von mir, die hatte blonde Haare, und rechts wohnte eine, die war dunkelhaarig. Ja? Und das war schon manchmal lustig. Ja? Die beiden haben sehr gelitten, ich natürlich am meisten. Seine Fans kamen damit voll auf ihre Kosten. Ja. Nee, wunderbar, alles gut, ja, okay. Prima. Super, danke. Aber er ist top drauf, toller Typ. Ja, hat uns sehr gut gefallen. Dass er so Privates auch erzählt hat über seine Jugend hier in Oldenburg, das fand ich sehr interessant. Er ist sehr witzig, also so wie im Fernsehen kommt er rüber. Und es war schon immer mein Traum, ihn mal zu sehen, weil ich habe selber bei DSDS mitgemacht, war aber nicht weit gekommen. Und demnach konnte ich ihn leider dort nicht sehen. Dafür hat es ja jetzt geklappt. Der Popstar ist übrigens öfter in der Stadt zu Besuch, um Zeit mit seinen noch hier lebenden Eltern Edith und Hans zu verbringen. Dann allerdings ganz familiär, ohne großen Medienrummel.